Endlich wieder Triathlon in Rot. Nach Corona-bedingter Pause heuer mit einem Top-Starterfeld und darunter auch eine Staffel der Stiftung der Depol G. Zusätzlich dürfte die Stiftung auch einen Stand auf dem Messegelände betreiben. Möglich gemacht hat das der Organisator der Challenge Rot, Felix Walkshöfer, trotz zahlreicher Hindernisse in diesen Pandemiezeiten. Insgesamt war es unwahrscheinlich schwierig, weil wir 50 Arbeitstage vor der Veranstaltung erstes Go bekommen haben. Normalerweise brauchen wir für eine Veranstaltung 1,5 Jahre Vorbereitungszeit. Also alleine der zeitliche Faktor war unwahrscheinlich kompliziert, und was dann noch dazu kam, waren sämtliche Corona-Maßnahmen. Was für uns sehr, sehr schwer war, dass diese sich dann auch noch fast im Wochenrhythmus geändert haben für Sportveranstaltungen, dass sie von vornherein eher für Stadien ausgelegt waren, nicht für Freiluftveranstaltungen wie eben Triathlon oder Marathons etc. Und da war sehr viel Interpretationsspielraum drinnen. Und da haben wir tatsächlich sehr viele Stunden mit den Genehmigungsbehörden verbracht und haben jetzt aber ein sehr sicheres Konzept gießen können. Also ich glaube, es war die schwerste Vorbereitung in über 35 Jahren. Bestens vorbereitet machte Schwimmerin Sina den Staffelstart. 3,8 Kilometer Schwimmen im Main-Donau-Kanal. 52 Minuten und 14 Sekunden hat sie dafür gebraucht. Eine Top-Zeit. Top ist auch ein Partner der Stiftung bei dieser Veranstaltung. Warriors Home. Ex-Soldat und Ex-Polizist Markus Zinke rechts im Bild und seine Frau, noch aktive Polizistin, eröffnen demnächst ein Sportstudio. Mit einem wichtigen Aspekt, was die Einnahmen betrifft, die sie durch Polizisten oder Soldaten generieren. Kann folgendermaßen aussehen: Der Kollege ist interessiert an der Selbstverteidigung oder an einer Kampfsport-Ausbildung oder ein Training. Der kann bei uns Mitglied werden oder besucht Seminare, aber die Erlöse werden 100% gespendet. Und da sind wir die Partnerschaft eingegangen mit der DPLG und sind froh, dass wir auch die DPLG-Stiftung mit unseren Vorhaben so ein bisschen unterstützen können, regelmäßig. Ich schwimme hier mit, weil ich weiß, dass ich mit meiner Leidenschaft den Kollegen etwas Gutes tun kann. Also ich radel sehr gerne mit, weil ich der Meinung bin, dass die Stiftung der Depol G eine ganz, ganz super Sache ist und dass es jeden Polizisten erwischen kann. Und aus diesem Grund, wenn ich meinen Sport dann auch noch verbinden kann mit so einer tollen Geschichte, dann ist es perfekt. Ich laufe gern mit, weil ich den Kollegen damit indirekt Hilfe zukommen lassen kann. Wir helfen ja mit der Stiftung den betroffenen Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland. Beispielsweise jetzt aus den Betroffenen der Hochwassergebiete Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Auch da werden wir jetzt Stiftungsaufenthalte für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen mit ermöglichen, mit den Geldern, die wir über unsere Sponsoren hier mit einspielen, die uns da hier tatkräftig unterstützen. Und deswegen gilt der größte Dank auch den Sponsoren, die das Ganze mittragen, zusammen mit Warriors Home, die auch spenden, auch der Bund Deutscher Einsatzveteranen. Und dafür wollen wir uns ganz herzlich bedanken für die Unterstützung und ein riesengroßes Dankeschön aber auch an die Möglichkeit hier, bei der Challenge Rot mit einem Messestand überhaupt uns präsentieren zu dürfen. Deswegen gilt unser allergrößter Dank eigentlich an Felix Walkshöfer und der Familie Walkshöfer als Cheforganisatoren dieser Veranstaltung. Zunächst möchte ich mich recht herzlich bedanken bei allen Helfern und bei den Sponsoren, die es ermöglicht haben, dass wir heute beim Rot Challenger unsere Stiftung präsentieren dürfen. Besonders freut es mich natürlich, dass wir ein eigenes Team am Start haben, das nicht nur um sportliche Leistungen kämpft, sondern auch um Spendengelder für die DPLG-Stiftung. Helfer brauchen Hilfe, ist der Gedanke
unseres Stiftungsvorsitzenden Bernd Jochen, bei dem ich mich natürlich recht herzlich bedanken möchte für diese wundervolle Stiftung. Bedanken möchte ich mich auch bei unserem stellvertretenden Bundesvorsitzenden Thorsten Grimm, der die ganze Organisation hier geleitet hat und dass wir hier so wundervoll aufgenommen worden sind.